Willkommen bei einem weiteren Video für meinen Channel FIFA Tastics. Und heute soll es dann um Anwendungsbeispiele für den angeschnittenen Schuss gehen. Das heißt, ich zeige zunächst einfach verschiedene Varianten, wie man mit diesem Abschuss abschießen kann. Und danach wird es einfach Beispiele geben, wo ich dann zum einen einfach erkläre, warum ich so abgeschlossen habe. Und dann wird es auch die eine oder andere Szene geben, wo ich zeige, wo es falsch gemacht wurde und wie man es hätte besser machen können. Und ich denke, das ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Und ich würde sagen, dann steigen wir einfach mal ein mit den verschiedenen Möglichkeiten, die wir abhaben, wenn wir mit dem angeschnittenen Schuss abschließen möchten. Und dazu schauen wir uns einfach mal hier dieses Bild an. Und hier möchte ich jetzt einfach zunächst mal zwei Flugkurven zeigen, wie wir quasi mit dem angeschnittenen Schuss abschließen können. Und das habe ich ja auch das letzte Mal schon erklärt. Prinzipiell wollen wir es erreichen, dass wir dem Ball eine Flugkurve geben, die um den Torhüter herum geht. Das heißt, dass auf der Höhe des Torhüters der Ball möglichst weit von ihm entfernt ist. Und also nicht eine Flugkurve, die zunächst näher eben dran ist und dann später erst in die Ecke geht. Und um das zu erreichen, haben wir quasi hier nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass wenn wir jetzt zum Beispiel die obere Flugkurve betrachten, die in die lange Ecke geht, die müssen wir mit dem linken Fuß machen. Das heißt, wir schießen hier mit dem linken Fuß, damit dieser Ball dann um den Torhüter herum in die lange Ecke geht. Und ich bezeichne das hier einfach als lange Ecke mit dem inneren Fuß. Das bedeutet in dem Fall einfach, weil jetzt hier unterhalb vom Spieler, das heißt aus der Sicht des Spielers, rechts von ihm die Außenbahn ist und links von ihm ist die Mitte des Spielfelds, bezeichne ich das hier einfach den linken Fuß als den inneren Fuß. Und nur mit dem linken, also mit dem inneren Fuß bekommen wir auch eine Flugbahn hin, wie sie jetzt hier eingezeichnet ist. Das heißt, dass sie um den Torhüter herum geht. Und selbes sehen wir dann, wenn wir uns die untere Flugkurve anschauen. Das ist jetzt hier bezeichnet als Kurzeck mit dem äußeren Fuß. Das heißt, hier ist es der rechte Fuß und mit dem schießen wir dann oder spießen mit einem angeschnittenen Schuss in die kurze Ecke. Ja, und das sind, sage ich mal, eigentlich die einzigen Möglichkeiten, um jetzt mit einem angeschnittenen Schuss um den Torhüter herum aufs Tor zu schießen. Ich meine, es gibt unter Umständen noch die Möglichkeiten, mit dem Außenrist aufs Tor zu schießen, aber das sind halt wirklich, sage ich mal, wirklich Ausnahmen. Dementsprechend wollen wir das hier vernachlässigen. Es geht einfach hier um die grundlegenden Sachen. Und ich würde sagen, dann fangen wir einfach an mit lange Ecke mit dem inneren Fuß, da einfach jetzt Beispiele uns anzuschauen und dann nachher Situationen zu betrachten. Hier jetzt also eine Zusammenstellung von Beispielen, wo ich mit dem inneren Fuß in die lange Ecke schieße. Das heißt, das erste Beispiel, das kennen wir auch schon, weil ich es letzte Mal sehr ausführlich besprochen habe. Hier einfach mit dem rechten Fuß in die lange Ecke. Und dieser Abschluss ist einfach im Allgemeinen für mich der Abschluss, mit dem ich am meisten Tore schieße. Also das ist der Standardabschluss für mich schlechthin, weil er einfach sehr platziert ist, sehr einfach umzusetzen ist und man wirklich häufig in Situationen kommt, wo man ihn anwenden kann. Und das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, eigentlich frei zu wählen, würde es meistens dieser Abschluss sein, weil ich ihn mir häufig hier auf den starken Fuß legen kann, den Ball, und dann einfach sehr häufig der Ball sehr gut platziert in der Enge landet und damit man eigentlich sehr viele Tore schießt. In dem Fall hat es ja auch sehr gut geklappt. Das Beispiel habe ich auch schon im ersten Video zum Abschluss gezeigt. Hier klappt es jetzt nicht ganz, aber dennoch denke ich, wird das Prinzip hier klar. Ich lege mich hier auf den inneren Fuß und in die lange Ecke, aber es hat nicht ganz gereicht. Und jetzt wollen wir uns einfach nochmal Beispiele anschauen, wo ich im Detail bespreche, warum ich so gehandelt habe, wie ich es dann in dem Beispiel mache. Das erste Beispiel, welches ich im Detail bespreche, habe ich auch schon im ersten Video, glaube ich, über Torabschlüsse mal zwei oder dreimal gezeigt und hier möchte ich es jetzt einfach nochmal zeigen, weil es auch wieder ein typisches Beispiel ist, wo ich mit dem inneren Fuß in die lange Ecke schieße. In dem Fall kommt jetzt hier gleich der Pass in die Spitze auf meinen Stürmer und ja, hier habe ich dann auch einfach die Variante gewählt, dass ich mir auf dem rechten, auf den inneren Fuß lege und dann in die lange Ecke schlenze. Und jetzt will ich das gleiche nochmal an einer bestimmten Position anhalten, das heißt, jetzt kommt der Pass und wenn wir uns jetzt einfach anschauen, wie die Situation ist, dann sehen wir, wenn wir jetzt uns überlegen, auf welchem Fuß liegt denn momentan der Ball? Dann ist es jetzt hier gerade so, wie es von der Laufrichtung ist und wie der Spieler den Ball annimmt, dass er auf dem linken Fuß liegt. Ich weiß aber, dass dieser Stürmer, weil ich mir halt vorher in der Teaminfo angeschaut habe, wie oder welcher Fuß der starke ist, dass von Kesakov der rechte Fuß der stärkere ist. Und ich habe halt hier gesehen, dass eigentlich kein Verteidiger mehr in der Lage ist, gefährlich für mich zu werden. Also ich habe eigentlich in dem Sinne sehr viel Zeit, um jetzt meinen Abschluss vorzubereiten. Habe ich mich hier bewusst dafür entschieden, okay, ich lege ihn jetzt auf den rechten, weil das einfach der stärkere Fuß ist und so habe ich dann einfach, sage ich mal, noch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Abschluss gut kommt. Und das ist hier einfach das, was man in dem Beispiel mitnehmen sollte, dadurch, dass ich einfach keine
Behinderung durch die Verteidiger habe. Das heißt, sie behindern mich nicht in dem Sinne, dass ich jetzt sagen muss, okay, wenn ich jetzt mir den Ball auf den rechten Fuß lege, dann würden sie unter Umständen noch wahrscheinlicher drankommen und irgendwie noch einen Fuß zwischen den Ball bekommen. Das ist einfach hier nicht der Fall. Das heißt, was ich auch vorhin erwähnt habe, wenn ich irgendwie die freie Wahl habe, zwischen den Abschlüssen zu wählen, dann wird es meistens einfach der Abschluss sein, dass ich mir auf den inneren Fuß lege und in die lange Ecke schlänze. Und das vor allem, wenn ich, wenn der rechte Fuß der starke Fuß ist, wie in dem Fall das auch ist. Das heißt, hier lege ich mir auf den rechten Fuß und schieße dann in die lange Ecke und habe dann hier einfach ein sehr einfaches Tor. Hier haben wir jetzt ein Beispiel, wo es der Gegner aus meiner Sicht hätte besser machen können. Ich meine, gut, das ist natürlich immer subjektiv, aber schauen wir uns einfach mal an, wie es dazu gekommen ist. Hier der lange Ball auf Ronaldo und naja, er kommt irgendwie recht glücklich durch. Und dafür scheitert er dann sehr kläglich an meinem Torhüter. Und hier möchte ich jetzt einfach zeigen, wie ich es gemacht hätte. Und natürlich, dadurch, dass es jetzt darum geht, lange Ecke mit dem inneren Fuß, wenn wir uns jetzt einfach hier die Situation anschauen, ich denke, hier hat er wirklich sehr gut die Möglichkeit, eigentlich diesen Abschluss vorzubereiten, einfach weil das ein sehr, sehr sicherer Abschluss ist. Er müsste jetzt hier einfach nur den Sprint rausnehmen, das heißt die Sprinttaste loslassen und eine Laufrichtung wählen, die nach links oben geht, jetzt einfach aus der Sicht, wie es jetzt momentan von uns ist. Und damit würde er sich den Ball auf den rechten Fuß legen, also auf den inneren Fuß, und er hätte dann sehr einfach die Möglichkeit, einfach weil mein Torhüter auch rausläuft, mit einem angeschnittenen Schuss in die lange Ecke abzuschließen. Und ich denke, das wäre auf jeden Fall erfolgsversprechender gewesen. Und ein weiterer Grund, das auch so zu machen, das liegt an der Verteidigung. Einfach jetzt aus der Sicht des Spielers hat er einfach links hinter sich noch einen Verteidiger an sich dran. Und wenn er jetzt nach links oben, oder das ist aus der Sicht des Spielers, nach rechts wegdrehen würde, würde er sich weiter von diesem Spieler entfernen und würde dann in der Hinsicht auch den Abschluss für sich verbessern. Und ja, das sind so für mich die Faktoren, warum ich das so gemacht hätte, dass ich hier nach links oben gegangen wäre, um mir den Ball auf den rechten Fuß zu legen und dann einfach in die lange Ecke zu schießen. In dem Fall, wie gesagt, mein Gegner läuft einfach weiter durch und kommt dann nicht mehr richtig an den Ball dran und scheitert kläglich. Und ja, ich denke, das hätte man auf jeden Fall so, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, besser machen können. Hier nochmal zur Orientierung das Bild von vorhin. Also wir haben jetzt zunächst die Abschlüsse gemacht, wo ich in die lange Ecke mit dem inneren Fuß schieße. Und jetzt soll es um die Abschlüsse Kurzecke mit dem äußeren Fuß gehen. In dem Fall ist es der rechte Fuß. Und dazu wollen wir uns jetzt hier auch einfach nochmal ein paar Beispiele anschauen. In dem Fall vom Trainingsplatz. Hier laufe ich jetzt mit Ronaldo aufs Tor zu und schieße dann jetzt hier mit dem rechten Fuß in die kurze Ecke. Und das gleiche sehen wir jetzt hier auf der Gegenseite, wo ich mit dem linken Fuß in die kurze Ecke schieße. Also es ist jetzt nicht festgelegt auf links oder rechts, sondern es hängt einfach davon ab, was kurz oder lange Ecke ist. Und dann halt der innere und äußere Fuß. Und hier ist das erste Beispiel aus dem Spiel. Und ich denke, dass ich wahrscheinlich diesen Abschluss noch zu selten mache im Spiel und häufig eigentlich meinen Lieblingsabschluss suche, nämlich in die lange Ecke mit dem inneren Fuß. Ja, und ich möchte jetzt hier eigentlich gleich dann nochmal an konkreten Beispielen oder an der Besprechung von Beispielen zeigen, wann ich mich für diesen Abschluss entscheide. Und häufig ist es eigentlich so, dass es daran liegt, entweder dass ein Verteidiger uns die Möglichkeit nimmt, in die lange Ecke zu schießen, oder aber zum Beispiel auch der starke Fuß, der äußere Fuß ist, und dann sollten wir natürlich auch den Abschluss wählen. Und ja, das möchte ich jetzt hier einfach an konkreten Beispielen besprechen. Hier jetzt also das erste konkrete Beispiel, wo ich jetzt einen Abschluss wähle, wo ich in die kurze Ecke mit dem äußeren Fuß spiele. In dem Fall kommt jetzt der Ball auf die Spitze und ja, ich habe hier auch, sag ich mal, glaube ich, einen recht einfachen Abschluss und jetzt hier auch die Detailbesprechung, beziehungsweise einfach nochmal kurz die Erläuterung in dem Moment, wo ich mich entscheide, wie ich abschließe, warum ich es so mache. Jetzt kommt der Ball und wenn wir jetzt hier einfach die Situation anhalten und die Situation betrachten, sehen wir, dass aus der Sicht des Spielers links von ihm ein Verteidiger ist. Und dieser Verteidiger behindert uns eigentlich auch in der Hinsicht, dass wir hier jetzt nicht die Möglichkeit haben, in die lange Ecke mit dem inneren Fuß abzuschließen. Also in dem Fall wäre es der linke Fuß, um in die lange Ecke zu schießen. Sondern er behindert das. Das heißt, wenn wir nämlich diesen Abschluss machen wollten, würden wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass er an den Ball drankommt. Das heißt, der ist eigentlich keine Option. Zusätzlich kommt jetzt hier noch dazu, dass hier auch wieder Kerlekopf im Sturm ist und der hat den rechten Fuß als starken Fuß. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall eine gute Option, auch hier in die kurze Ecke mit dem äußeren Fuß, also mit dem rechten Fuß und seinen starken Fuß zu schießen. Und das waren eigentlich so die Beweggründe, warum ich es hier so gemacht habe. Also zum einen, dass der rechte Fuß der starke Fuß ist und das ist in dem Fall hier der äußere Fuß. Und der andere Punkt ist, dass einfach innen ein Verteidiger ist, der ihn behindern würde, wenn wir hier in die lange Ecke schießen würden. Und das waren so die zwei Faktoren, warum ich mich dann hier entschieden habe, in die kurze Ecke mit dem angeschnittenen Schuss abzuschießen.
Wir haben jetzt nochmal ein recht ähnliches Beispiel. Auch hier komme ich jetzt gleich zu einem Abschluss, wo ich mich dann dafür entscheide, in die kurze Ecke mit dem äußeren Fuß zu spielen. Und auch hier sind die Beweggründe, sage ich mal, genauso. Auch hier ist es wieder der Faktor, dass die Verteidigung uns eigentlich dazu behindert, in die lange Ecke zu schließen. Und hier kommt eigentlich noch ein weiterer Faktor hinzu, als wenn wir uns jetzt hier die Situation anschauen. Ist zum einen der Zeitfaktor. Wenn wir uns jetzt hier noch den Ball auf den linken Fuß legen würden, würde es länger dauern und dementsprechend wäre der Torhüter näher an uns dran und das würde einfach uns den Abschluss erschweren, weil einfach der Torhüter das Tor besser zumachen kann. Und die anderen beiden Punkte, die ich halt auch schon in dem Beispiel davor erwähnt habe, dass einfach innen ein Verteidiger ist, der in der Hinsicht an die lange Ecke behindert, das heißt, er kommt eher an den Ball, wenn wir so abschießen wollen. Und Ronaldo ist ein Rechtsfuß und dementsprechend ist es hier auf jeden Fall auch wieder eine gute Option, den Abschluss zu wählen, dass wir in die kurze Ecke mit dem äußeren Fuß, also hier mit dem rechten, abschließen mit einem angeschnittenen Schuss. Habe ich gemacht und habe dadurch dann auch hier ein Tor geschossen. Das letzte Beispiel dann für heute, ein Beispiel, wo es wieder hätte besser gemacht werden können. In dem Fall kommt jetzt der Pass gleich auf Ronaldo und der kommt sehr frei zum Abschluss. Und auch hier bereitet er nach meinem Empfinden den Abschluss nicht sehr gut vor. Er geht knapp am Tor vorbei, das muss man natürlich schon sagen. Aber ich denke, hier hätte man es anders machen können. Also wenn wir uns jetzt hier die Situation anschauen, haben wir eigentlich eine ähnliche Situation wie in den Beispielen davor. Innen ist ein Verteidiger von der Sicht des Spielers aus. Und dementsprechend, ich denke, ich bin in dem Fall noch recht weit weg von ihm. Hätte er unter Umständen auch die Möglichkeit gehabt, sich den Ball auf den inneren Fuß zu legen und in die lange Ecke zu schlenzen. Ronaldo ist, sage ich mal, natürlich ein Wahnsinnsspieler. Der hat die Möglichkeit oder die Qualität, das auch zu einem guten Abschluss zu machen. Aber in dem Fall wäre, glaube ich, die sicherere Variante, sich den Ball weiterhin auf dem äußeren Fuß zu legen, also in dem Fall auf den linken Fuß. Und dann mit einem angeschnittenen Schuss in die kurze Ecke abzuschließen. Das wäre jetzt hier auf jeden Fall mein Vorschlag, einfach weil es sicherer ist. Man wählt einen Abschluss, der nicht zu dem Verteidiger, der noch an ihn drankommen kann, geht, sondern einfach weiter von ihm weg. Und ja, in dem Fall entscheidet sich mein Gegner weiterhin durchzulaufen und dann einen Vollspannschuss zu machen. Gut, er geht knapp am Tor vorbei, aber ich denke, das ist eigentlich meine Variante, in der er sich besser gewesen wäre. Hier jetzt einfach nochmal eine kurze Zusammenfassung von den zwei Varianten, die ich vorgestellt habe. Also zunächst einmal lange Ecke mit dem inneren Fuß steht ja hier dann auch in Anführungsstrichen ist mein Standardabschluss. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, zwischen verschiedenen Abschlüssen zu wählen, ist es meist dieser Abschluss, für den ich mich entscheide. Einfach weil er sehr erfolgsversprechend ist, weil er sehr platziert kommt. Und häufig ist es auch so, dass der innere Fuß der stärkere Fuß ist. Und dementsprechend entscheide ich mich dann für diesen Abschluss. Und hier habe ich jetzt dann die Faktoren zusammengestellt, warum ich mich unter Umständen für kurze Ecke entscheiden sollte. Das sind dann einfach Sachen, die den Abschluss in die lange Ecke erschweren. Das ist einfach zum einen die Behinderung durch Verteidiger. Das heißt, wenn innen ein Verteidiger ist und der einfach den Abschluss in die lange Ecke behindert und einfach so wahrscheinlicher uns den Ball abnehmen kann, wenn wir uns für die lange Ecke entscheiden würden. Das ist einfach ein Faktor, wenn wir eher kurze Ecke wählen sollten. Anderer Faktor ist einfach, wenn der stärkere Fuß außen ist, ist es einfach dann, sag ich mal, erfolgsversprechender, wenn man den stärkeren Fuß nimmt. Ich denke mal, das hat man ja auch in den Beispielen gesehen. Und auch in dem zweiten Beispiel habe ich gezeigt, dass es sein kann, dass es unter Umständen, wenn wir erst vorbereiten wollten, dass wir in die lange Ecke schießen, dass das natürlich auch nochmal ein bisschen Zeit benötigt und wenn in der Zeit einfach der Torhüter zu weit rauskommt und uns unter Umständen den Ball abnehmen kann, ist das auch ein Faktor, warum wir uns dann einfach eher für den schnelle umsetzbaren Abschluss, also das heißt in die kurze Ecke entscheiden sollten. Und ja, ich hoffe jetzt einfach, durch dieses Video die Sachen, die ich im letzten Video erklärt habe zum angeschnittenen Schuss, klarer geworden sind. Einfach wirklich, sag ich mal, hier konkrete Beispiele gezeigt wurden, an denen ihr euch orientieren könnt und das so für euch verständlicher geworden ist. Im nächsten Video der Serie wird es dann um die Vollspannschüsse gehen. Da weiß ich jetzt noch nicht, ob es auch wie hier zwei Videos geben wird. Also das eine Video über Grundlagen zum Vollspannschuss und dann ein Video mit Beispielen. Muss ich einfach schauen, wie lang so ein Video werden würde, wenn ich es zusammen mache. Und ja, also prinzipiell thematisch geht es um die Vollspannschüsse. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch jetzt in der Hinsicht weitergeholfen, wie ich es eben schon erwähnt habe. Kommentiert, wenn euch irgendwas nicht klar ist, etc. Einfach fragen. Und dann haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.